Ja, herzlich willkommen zu einem kleinen Zusatzvideo, ein Zusatzgefecht von World of Tanks. Dieses Video ist nachkommentiert, das habe ich gestern aufgenommen. Und diese Zusatzgefechte von World of Tanks sind kein normales Let's Play. Let's Play ist dann, ja, wie gesagt, live kommentiert. Die sind einfach so Lückenfüller. Also, wenn ich gerade mal kein Part von Half-Life 2 habe und irgendwie nicht den Elan habe, dann fülle ich diese Lücken einfach mit so ein paar Zusatzgefechten. So, wir sind hier auf der Map. Wie heißt die nochmal? Waren das Fjorde? Ich weiß nicht mehr. Ich kann es auch leider nicht gucken, weil das ist kein Replay. Das ist einfach nur ein aufgenommenes Video. Naja, ist ja auch egal. Unsere drei größten Tanks sind der KV-1 T1 Heavy und der VK-3001. So, da habe ich schon den ersten Schlag bekommen, aber Gott sei Dank nur gegen die Kette. Weil ich da recht gut positioniert bin und die nur theoretisch meine Kette treffen können. So, die drei stärksten von den Gegnern sind der Churchill 1, der KV-1 und der T1 Heavy. So. Ich bleibe hier erstmal die ganze Zeit an der Ecke stehen und versuche hier ein bisschen aufzuscouten. Beziehungsweise die Gegner aufzuhalten, weil der Rest jetzt nach unten zu K5 fährt. J5. Um da ein bisschen rumzuschießen. Ja. Dann markiere ich gerade an, dass ich etwas in Bedrängnis bin. Da irgendwie 5 Tanks stehen. Und mich im Visier haben, mich sofort abschießen würden, wenn ich jetzt. Okay, da habe ich den Elektro nochmal aufgespottet. Der Tier 4er von den Briten. Ein Jagdpanzer. Und habe schon gleich von ihm eine von ihm aus auf die rechte Seite gegeben. So, an dieser Position steht man eigentlich recht arty-safe, aber wir haben ja sowieso gar keine Artys. Also ist es auch völlig egal. Jetzt ändere ich etwas meine Taktik. Jetzt versuche ich da irgendwas zu reißen. Den... Ah, okay, den habe ich doch getroffen. Ja, ich weiß nicht mehr so genau, was da in dem Spiel passiert, weil das echt gestern aufgenommen wurde. Und gestern früh, also so gestern morgens. Und jetzt ist es schon Nachmittag, also 1,5 Tage schon her. Ja, abends kann ich leider irgendwie kein World of Tanks aufnehmen, weil so ab 5, 6 die Ping, die Durchschnittsping von normal 50 auf irgendwie über 300 steigt. Und das ist irgendwie ganz merkwürdig. Das hat auch was mit der Telekom zu tun. Wir sind mit der Telekom. Und das Problem gab es vor einem Jahr auch schon. Und irgendwie haben die das noch nicht richtig hinbekommen. Naja, jetzt kann ich immer nur vormittags und nachmittags World of Tanks spielen. Ich werde jetzt auch in nächster Zeit ein bisschen mehr Videos von World of Tanks bringen, weil mir das Spiel einfach momentan sehr viel Spaß macht. Und ja, ich auch Spaß daran habe, das Spiel zu Let's Playen. So, an den Churchill komme ich nicht dran. Die SU-85 ist jetzt wieder aufgedeckt. Da kommt der M7, ein Medium von den Amerikanern. So, der ist down. Dann steht da noch der Elektro und da die Su. Und die Su ist tot. Schön in Brand gesteckt. Und ab geht's zum nächsten Ziel. So, kriege ich das noch oder kriege ich das nicht? Nee. Krieg ich nicht mehr. So, bin ein bisschen erkältet. Ist draußen sehr kalt. Hat am
Freitag das erste Mal geschneit. Heute hat schon wieder geschneit am Sonntag. Heute sind schon wieder irgendwie 10 cm Neuschnee gekommen. Naja. Hält mich aber nicht davon ab, hier irgendwelche Videos zu bringen. So, da kriege ich jetzt auch erstmal schön eine reingedrückt. 128 Schaden und weg ist er. Oh, hat mich sogar noch getroffen mit 12 Schaden. Statt verrückt. So, jetzt lebt nur noch der PZ4 von den Gegnern. Und wir haben noch 8. Und von uns ist wirklich kein wesentlicher gestorben, vielleicht der VK. Oh, jetzt hat der PZ4 noch den B1 fertig gemacht. Der stand, wenn ich mich nicht irre, an der Base, weil der AFK war. Naja, wir cappen hier einfach mal ein bisschen. Der T1 Heavy fährt zurück zur Base, um den PZ4 fertig zu machen. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er an der Base steht, weil ich bin jetzt zu B0 gefahren. Da der PZ4 als letztes gespottet wurde. Also aufgedeckt wurde. So, der PZ4 hat jetzt noch einen von uns gekillt. Jetzt sind wir noch zu 6. Aber der wird auch nicht mehr lange überleben. T1 Heavy kriegt ihn gleich. So, wir haben gleich fertig gecapped. Und jetzt wollte ich eigentlich noch eine schöne Kamikaze. Einen schönen Kamikaze-Versuch unternehmen, aber leider stoppt jetzt das Spiel. Naja, auch nicht schlimm. So, wir haben in dieser Runde, dauert ein bisschen zum Laden, 471 Erfahrung gehabt, 19.704 Credits gemacht, da sind wir der 5-Beste im Team mit der Erfahrung her. Und mit Premium hätten wir 19.000 und 24.000 und etwas mehr Erfahrung. So, ich habe bald den VK 36.1 fertig, brauche ich nur noch 10.000 Erfahrung zu. Also, vielleicht werdet ihr den ja schon im nächsten Video sehen. So, hier noch einmal. So, das war's auch schon mit dem ersten Zusatzgefecht. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dann!